Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, ich bin sicher... Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Weg freigeschaltet. Yes! Rede mit Hank. Wow. Okay. Sonst können wir nichts machen. Wir können nur mit Hank reden. Wir hätten den Fall lösen können. Wir hätten nur mehr Zeit gebraucht. Du gehst also zurück zu Cyberlife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Dauern? Wenn die Abweichler sich erheben, kommt es zum Chaos. Wir hätten sie stoppen können. Jetzt ist es zu spät. Als du den Androiden nicht töten wolltest, dabei Kamsky, du hast dich in sie hineinversetzt. Du hattest Mitgefühl, Connor. Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Ich weiß es nicht. Sie liegen falsch, Lieutenant. Es war Logik, die meine Entscheidung bestimmt hat, aber sonst nichts. Ich bin auf solche Sätze nicht programmiert, aber ich habe gern mit ihnen gearbeitet. Mit etwas mehr Zeit, wer weiß, hätten wir Freunde werden können. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird Cyberlife mich zerstören. 5 Minuten. Mehr will ich nicht. Der Kellerschlüssel liegt auf meinem Tisch. Und beeil dich, ich kann sie nicht ewig aufhalten. Das war das. Perkins, du verdammter Schwanzlutscher! Aufhören, Lieutenant! Verpisst euch! Lasst mich los! Dem kleinen Wichser zeige ich's jetzt! Hallo und herzlich willkommen zurück! Bei Detroit Become Human, wir machen uns jetzt auf in die Asservatenkammer, um die nötigen Beweise zu finden. Oh nein. Ich rede mit dir, Arschloch! Wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastik-Arschlöcher. Hat dir das keiner gesagt? Ich hab's mir schon beinahe gedacht, dass der nochmal kommt.
Bedecktheit. Nee, ruhig. Ich wurde von diesem Fall abgezogen. Ich werde noch die gesammelten Beweise erfassen und dann mache ich mich auf den Weg. Gut. Sei unterwegs vorsichtig. Androiden sind heutzutage so ungemein feuergefährdet. Alter. Wichse. Oh nein, mich beschleicht schon wieder so ein komisches Gefühl, wisst ihr? Komm, lass uns einfach die Beweise jetzt sichern und dann ist gut. Oh je, oh je, oh je, oh je. Wir haben 5 Minuten. Komm. Halt! Nein, 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 nein. Hanks Passwort. Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Mir fällt da sofort was ein. Dumme Idee. Das passt nicht zu Hank. Natürlich. Schön. Oh je, oh je, oh je. Wo ist Jericho? Oh Gott. Die Antwort ist hier irgendwo. Der Android, der seinen Besitzer ermordete. Reaktivierung unmöglich. Okay. Wer war das? Einer der Abweichler, die mit Marcus den TV-Sender gehackt haben. Ah. Er muss das Versteck der Abweichler gekannt haben. Reaktivierung benötigt. Okay, 39. Was? 9 und was? Ja, funktioniert er denn nicht? Bringt uns gar nichts. Was? Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Ich habe das Gefühl... Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Ich habe das Gefühl, ich verschwende hier Bescheid. Die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Marcus, wo versteckst du dich? Das bringt mir gar nichts, Alter. Das bringt... Ich glaube, hier brauchen wir überhaupt nicht reingehen. Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Reaktivierung benötigt. Der hat das fehlende Teil. Ich habe dich reaktiviert, damit du mir hilfst. Ich muss Jericho finden. Ich kenne deine Stimme nicht. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Versuche ihn auszutricksen. Ja, wie? Wieso? Hä? Hä? Da ist was. Ah. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte.
Wer ist da? Wer bist du? Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Marcus, bist du das? Warum hast du mich verlassen? Ich hatte keine Wahl. Sie hätten uns alle getötet. Alles wird gut. Ich hol dich nach Hause. Sag mir nur, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Jericho. Ja. Ja, natürlich. Marcus? Bist du das, Marcus? Verlass mich nicht wieder, Marcus. Bleib hier! Was ist denn passiert? Oh nein. Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell! Okay, wir haben es geschafft. Errungenschaft freigeschaltet, Bluthund. Connor ist Perkins ausgewichen? Oh Gott sei Dank. Ah, weil wir das innerhalb der Zeit geschafft haben? Okay, oh Gott, Gott sei Dank hat das funktioniert. In Poirien 10 gestorben, ja, das wissen wir. Gefundenen Partner, ja, das ist der Carlos. Carlos Ortiz, Android gewesen und Staatsanwalt. Alter, was wären dann noch gewesen? Oh Gott, überleg mal, da wären noch so viele Leichen hätten da vielleicht gehangen, wenn wir irgendwo verkackt hätten. Oh Mann. Das wäre heftig gewesen. Okay, hier ist auch noch, wo zwei Enten sind. Okay. Gut. Gut, das ist ja doch relativ ruhig abgegangen. Hank schlägt Perkins. Das war so geil. Das war cool. Das war mega geil. Ruhig antworten. War das? Ach, der Gavin ist mir scheißegal. Das ist ein kleiner Penner. Nun gut. Dann haben wir doch relativ leicht diesen Abschnitt jetzt geschafft. Und Connor weiß jetzt, wo Jericho ist. Nun gut. Weiter im Text. 9. November 2038. 21.34 Uhr. Ja, schön. Es freut mich. Können schon wieder da irgendwas anmachen? Können wir reden? Nee. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Komm, ich mach mal Radio an, hä? Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Ich will Nachrichten hören! Gibt's ja gar nicht. Unverschämtheit. Oh oh. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Ja, ich hoffe es. Wir sind fast da. Okay. Mal kurz die Lage hier scannen. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho.
Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Komm, wir schaffen das. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Der Luther. Wir müssen einen Bus kriegen. Gut. Müssen wir hier rein? Nee. Ah, okay, er will geradeaus, okay. Okay. Finde Jericho. Oh, jetzt geht es hin und her, okay. Das kann doch nicht so einfach gehen. Das bezweifle ich. Alter! Suche einen warmen Ort für Alice. Da hinten brennt Feuer. Oh Mann. Hier. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt. Gleichzeitig. Oh nein. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Gut, ich verstehe. Finde den Abweichler am Fiel. Oh Gott, wir müssen. Oh nein, ich will doch gar nicht. Oh. Was sie da für Unsinn quatschen. Verhalte dich unauffällig. Ach, das ist doch hier Lucy. Das ist doch Lucy. Können wir da nicht... Ich weiß, es sind nur Maschinen.
Sie sehen aus wie Menschen. Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden. Okay, also. Unser Marsch hat doch Wirkung gezeigt. Die Bevölkerung ist auf unserer Seite. Scheinbar. Na, guck mal. 3D-Drucker. Nein, da wird um die Toten. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwall forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. Da ist die Kleine. Das wissen wir. Du bist verwirrt. Lucy. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Oh, jetzt spielen wir Kara. Oh nein. Oh, ich mag das hin und her nicht. Ah, Kara. AX-700. Hallo. Das mag es. Endlich treffen die sich. Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten. Sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Oh oh. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Ist mir egal, ob sie Mensch oder Android ist. Sie ist jemand, der mir wichtig ist. Das war die richtige Antwort. Geh zurück zu Alice. Es war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und sie sucht Feuer. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie... Alice. Hat sich woanders hingesetzt. Das ist nicht Alice. Ne. Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Kein. Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Der Luther. Ich mag den Kerl einfach. Er hat einfach so recht.
Stimmt irgendwas nicht? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Jetzt spielen wir wieder im Vargas. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Wir konnten das nicht einfach hinnehmen. Sie töten uns. Nichts wird das je rechtfertigen. Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals, gekämpft zu haben. Das hier führt doch zu nichts. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Dialog. Das ist der einzige Weg. War klar, dass sie das nicht mag. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Oh nein, heißt für uns Entscheidungen treffen. Oh Mann. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Wir sollten nicht wie sie werden, North. Nein, niemals. Wir erreichen die Freiheit mit anderen Mitteln. Ich hoffe, du hast recht. Was immer morgen passiert. Weg freigeschaltet. Du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren.
Was für einen Weg haben wir jetzt freigeschalten? Was für eine Option haben wir jetzt offen? Connor! Softwareinstabilität. Männer, sind wir noch vertraut? Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Nein. Das werden wir nicht tun. Halte Marcus auf. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Yes! Du kommst jetzt mit! Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Yes! Wir alle sind mehr als das. Komm, noch ein bisschen. Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Oh nein, ich weiß nicht. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre? Ja. Vielleicht mehr als dein Programm. Weiter. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen? Ja. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Entscheide dich jetzt. Abweichler werden. Komm. Reiß die Mauern ein. Komm. Reiß die Mauern der Blockade ein. Komm. Ich bin ein Abweichler. Hohoho. Sie werden Jericho angreifen. Was? Oh nein. Wir müssen hier weg. Scheiße. Oh. Was ist los, Carol? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Wir haben in der Falle. Schnell, Kara! Sie kommt! Oh nein! Der Korridor da drüben! Los, Männer! Oh Gott! Hier lang! Weiter vorn muss ein Ausgang sein! Komm, lauf! Hier rein, schnell! Wohin?
Wieso sind da Tasten? Wir müssen die vier. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Oh nein. Oh, wir müssen runter. Oh Gott. Nein, nein, nein. Wo lang? Lucy! Nein! Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. Oh, komm, lauf! Nein! Oh oh. Steh auf, steh auf, steh auf. Wenn wir euch irgendwie Ärger machen, erschießen sie. Bestätige wird gemacht. Als ob die ihn nicht gesehen haben! Es ist zu spät, Kara! Rette dich! Rette alles! Nein, wir lassen dich nicht hier zurück! Stimmt's, Kara? Nee? Das machen wir nicht! Natürlich nicht! Luther helfen, natürlich. Was machst du? Ich lass dich nicht hier. Komm, komm jetzt mit. Was? Nee, was? So. Ah, oh, nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh nein, wir haben verkackt. Wir haben verkackt. Das darf nicht wahr sein. Oh shit, ey. Verlassen. Hä, wir müssen langsam. Findet den Anführer. Nein! Bitte tötet uns nicht! Hallo, auf die Familie! Tötet uns nicht! Wir haben nichts getan! Komm, wir müssen helfen! Weg hier! Schnell! Puh! Ja, komm, weiter! Ja, da runter, komm! Oh nein! Klettern? Sieht gut aus! Wir müssen eigentlich runter! Komm, 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 komm. Ja. Marcus, es ist Marcus. Weg hier. Zu den anderen. Lauf, lauf, lauf. Wo lang? Wo lang? Da. Wir müssen helfen. Oh schnell, Gott. Such noch. Ich komme nach. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aktivieren.
So, jetzt nichts wie raus hier. Marcus! Die Bombe geht gleich hoch. Wir müssen hier weg. Boah, schnell raus. Weg, 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 weg. Oh, komm, 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 komm. Nein! Hallo? Nein! Boah! Da drüben! Los! Zeitung! Connor, lauf! Schnell, schnell, los! Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Was? Marcus ist mit seinen Leuten geflohen wie Jan Connor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Beim Versuch, Zeit zu gewinnen, zu sterben, ist nicht passiert. North Retton. Oh Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh, ich kann nicht. Ich kann. Oh mein Gott. Oh, ich bin... Wenn ihr das gerade sehen könntet, ne? Meine Hand ist voll am Zittern, Alter. Oh nein, Gott. Oh nein, wir haben... Wir haben Luther und Kara. Oh nein. Aber sie wurden vor unseren Augen nicht erschossen. Sie wurden vor unseren Augen nicht erschossen. Vielleicht werden sie jetzt in ein Lager gebracht und... Oh, ich weiß nicht, haben wir da noch die Möglichkeit? Puh. Kara. Kara, 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 Kara. Versagen. Herrn. Hätten wir es dann geschafft gehabt? Oh, ich konnte nicht so schnell drücken. Oh mein Gott. Boah. Nun gut. Nun gut, also. Boah. Mal sehen. Mal sehen, wo es als nächstes weitergeht. Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin ein nervliches Wrack einfach nur. Ein nervliches Wrack. Puh. Nun gut, also. Unsere drei Charaktere leben noch. Oh, was war denn das für ein scheiß Move bei Connor? Wo der da
reingesprungen ist. So einen komischen Quicktime hatte ich noch nie. Den rechten Stick nach unten drücken und dann nach rechts ziehen. Boah, wie gemein war das denn? Boah, ich hab echt gedacht, nach dem zweiten Schuss, jetzt, gut, das war's mit Connor. Das ist halt vorbei. Wer weiß, wo es hier noch hingekommen wäre. Oh Gott. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, boah. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wische mir erstmal den Schweiß von der Stirn ab und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Overplayed and out.